Hallo. Schönen guten Tag, Herr Fellmann. Ja, können gerne anfangen. Frau Elisabeth Kaufmann, schönen guten Tag. Herr Pellmann, ja, wenn ich mich kurz vorstellen darf, wer ich bin. Ich bin die erste Vizepräsidentin vom Deutschen Gehörlosenbund, Elisabeth Kaufmann. Und dabei haben wir den Herrn Daniel Büter, auch von der Geschäftsstelle, Referendar für politische, ja, Referendararbeit, genau. Und genau, ich hatte Sie, glaube ich, einmal gesehen, Herrn Pellmann. Ich glaube, das war vor einem Jahr oder vor 2 Jahren. Da ging es um den Schwerpunkt Behindertenwerkstätte. Wissen Sie das noch? In Berlin? Ja, genau. 2 Jahre mittlerweile her, Anfang 2019. Ja, genau, richtig. Genau, da bin ich auch dabei gewesen. Ja, auch dann bei den Linken, um mal, ja, habe da auch einen Eindruck gewonnen, wie das dann auch bei Ihnen läuft. Und es ist, ja, es geht sehr stark um soziale Gerechtigkeit und dass alle Menschen auch wirklich gleich behandelt werden. Das war für mich sehr, sehr eindrücklich. Und ja, auch die Wortmeldungen von linken Politikern haben mich sehr beeindruckt. Und es war ein sehr, sehr schöner Tag auf jeden Fall. Und ja, jetzt gibt es natürlich viele Fragen. Da gebe ich gerne weiter an den Daniel. Vielen Dank. Ich freue mich natürlich auch, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Pellmann, hier dabei zu sein. Ich glaube, wir haben eine Stunde jetzt geplant, hätten da 8 Fragen. Das sind die Wahlprüfsteine vom Deutschen Gehörlosenbund. Die erste Frage wäre jetzt im Gesundheitsbereich. Ja, wie sieht es da aus mit der Gesundheitsversorgung für gehörlose Menschen? Nehmen wir jetzt als Beispiel wichtige Informationen bezüglich Corona jetzt ganz aktuell oder zukünftige gesundheitliche Akutsituationen. Wie sollen wir Gehörlose die Informationen bekommen? Oder auch jetzt im Bereich mit dem Hochwasser, wie kommen wir da an unsere Informationen ran? Das durchs Verkehrsministerium, durch das Innenministerium. Wir haben da einfach keine Zugänge momentan. Ja, das Kanzleramt, das gibt die Informationen alles gut, aber es gibt halt viele Stellen beziehungsweise viele Bundesministerien, die halt ja mit Informationen weit hinterherhinken. Wie sieht es da aus? Was ist da Ihr Vorschlag? So, ich bin gut, ja, Mikrofon ist an, perfekt. Also zunächst, das Gesundheitswesen wollen wir nach Auffassung der Linken konsequent und umfassend von Barrieren befreien. Das bedeutet nicht nur Hindernisse beim Zugang zum Beispiel von Arztpraxen, von Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen zu beseitigen, sondern auch Untersuchungstechniken und Kommunikation den besonderen Bedürfnissen auch von älteren Patientinnen und Patienten und vor allem Menschen mit Behinderungen anzupassen. Dabei spielt leichte Sprache eine Rolle. Gebärdensprachdolmetschung spielt eine Rolle. Verständliche Patienteninformationen sowie entsprechende Beratungsleistungen. Diese müssen nach unserer Auffassung selbstverständlich werden. Um insbesondere medizinischem und pflegerischem Fachpersonal mehr Sicherheit in selbstverständlichen, bedarfsgerechten und, wie wir finden, diskriminierungsfreien Umgang mit Menschen mit Behinderung zu vermitteln, setzen wir uns für eine Implementierung spezieller Module in Aus-, Fort- und Weiterbildungen ein. Diese sind nach Auffassung der Linken und durch fachkundige Peer-Kräfte, also Menschen, die sich damit auskennen, die aus der Bezugsgruppe kommen, durchzuführen. Die Selbstbestimmungsrechte von Menschen mit Behinderungen, insbesondere in der Pflege und in stationären oder teilstationären Einrichtungen, müssen garantiert werden. Dies schließt auch die Mitnahme, das ist uns besonders wichtig, von persönlicher Assistenz zu medizinischen Untersuchungen und stationären Krankenhausaufenthalten sowie zum Besuch von Versorgungs- und Rehabilitationseinrichtungen ein. Auch wenn diese nicht über das Arbeitgebermodell organisiert sind, das ist ja die Besonderheit, die derzeit nicht geregelt ist. Darunter zählen wir auch die Gebärdensprachdolmetschung. Vielen Dank für die Antwort. Hätte dazu noch eine Frage.
Wir vom Deutschen Gehörlosenbund haben natürlich auch einige Baustellen, zum Beispiel die Hotline für gehörlose Menschen. Das heißt, jetzt in Sachen Corona-Fragen oder im Gesundheitswesen, da stoßen wir schon an unsere Barrieren. Das ist das Bundesministerium für Gesundheit zuständig und das KBV, das heißt die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Da sind wir im Dialog, haben aber noch keine wirkliche Lösung gefunden. Wie ist da der Stand der Linken? Also, was halten Sie davon? Also wir haben das immer wieder angemahnt, insbesondere gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium, weil bei der Kassenärztlichen Vereinigung wir keinen direkten Zugriff oder Zugang haben, hatten das dem Bundesminister und seinen Staatssekretären gegenüber immer wieder geäußert, dass dort eine Regelungslücke ist. Wir hatten auch auf Initiative der drei Oppositionsfraktionen von FDP, Grünen und Linken das entsprechend nochmals angeregt, dass es in der besonderen Situation, die Corona für uns alle mitgebracht hat, hier eine unterjährige, schnelle Lösung bedarf. Das Ergebnis, Sie haben es beschrieben, ist unzureichend und unbefriedigend, auch für uns. Da ja, da geht es jetzt hauptsächlich um Informationszugang mit Gebärdensprache, das ist klein, aber es geht jetzt wirklich explizit um diese Hotline für Fragen, dass man sich da einfach, was sich da gegründet hat, also da zum Beispiel Beratungsfragen, die 116, 117 zum Beispiel, so in dieses Modell, möchte da jetzt nicht die 115, das Gebärdentelefon, das ist eher so das Bürgertelefon, sondern halt speziell wirklich Beratung im Bereich Corona zum Beispiel. Da gibt es gerade keine Angebote da auf Bundesebene. Und da die Frage halt so, wie Sie das zugänglich machen wollen. Also die Frage ist ja, technisch ist das, glaube ich, weniger das Problem, es zu lösen. Es muss einfach getan und umgesetzt werden. Und das Argument, was wir häufig gehört haben, ist immer, das kostet Geld, das würde zu viel Geld kosten und die Nachfrage wäre nicht groß genug. Da sind wir klar der Auffassung, Barrierefreiheit darf nicht vom Geld oder vom Geldbeutel abhängen. Und selbst wenn es nur ein oder zwei helfen würde, ich glaube, wenn es sich rumsprechen würde, wäre auch die Nachfrage viel, viel größer. Es ist aber immer wieder mit dem Argument, es zu ändern, abgelehnt worden wegen des fehlenden Geldes. Okay. Gut, dann vielleicht zu der zweiten Frage. Dort geht es um den barrierefreien Notruf. Wie sieht das aus? Wie ist da Ihre Perspektive zum Telekommunikationsgesetz? Ja, wie sind da Ihre Verbesserungsvorschläge, um den gleichwertigen kostenlosen Zugang für den Endnutzer von Hörenden und Gehörlosen zu ermöglichen? Zum Beispiel eine gleichzeitige Kommunikation, ein Textchat und Video mit Gebärdensprachmöglichkeiten. Unterstützen Sie das? Wie sieht da Ihre Perspektive aus? Also, dass wir das unterstützen, das ist relativ leicht gesagt und auch gefordert. Dafür bedarf es insbesondere, glaube ich, mindestens zwei, vielleicht sogar drei Dinge, die auf den Weg gebracht werden müssen. Das eine ist die technische Umsetzung. Die kann ja entweder durch Personen erfolgen oder aber vielleicht auch, und dort gibt es spannende Forschungsansätze, durch künstliche Intelligenz. Auch das könnte ein Weg sein. Und das Zweite, was Sie ja auch angesprochen haben, dass die Kostenfreiheit, also dass nicht zusätzliche Kosten entstehen, indem man genau diesen Service nutzt, also für die Nutzerinnen und Nutzer. Und da kann das zum Beispiel Telekommunikationsgesetz entsprechend ergänzt werden, was zum einen die technischen Möglichkeiten betrifft, auch dass man explizit die Barrierefreiheit nochmal mit aufnimmt und auch differenziert darstellt und dass auch die Kostenfrage bundeseinheitlich über dieses Gesetz geregelt werden kann, nämlich dass es die Nutzung kostenfrei ist. Sehr gut. Das ist ein wichtiger Punkt. Der EAA hat da auch gesagt, das muss ganz klar umgesetzt werden. Das ist halt in diesem Kommunikationsgesetz nicht drin. Wenn jetzt im Bereich Notruf, das ärgert uns natürlich sehr, dass wir da nicht mit berücksichtigt worden sind. Also gestern habe ich dann auch erfahren, dass eine Notruf-App Nora, dass das Innenministerium NRW da
dieses Projekt wieder verschoben hat auf Ende September. Das heißt, das läuft ständig, dass das verschoben wird. Wir als Gehörlose, wir warten darauf. Da öffentliche Sicherheit, öffentlicher Schutz ist einfach gerade nicht gegeben. Jetzt besonders im Bereich Hochwasser, Unwetter, das sind solche Sachen, wo wir natürlich da sehr bestürzt sind, dass das nicht umgesetzt ist. Also wir sehen es ja jetzt gerade, wenn wir nach Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gucken, aber auch in Teilen Sachsens, wo Hochwasser gerade eine Rolle spielt, dass die Warnsysteme an sich ja schon nur schwierig zu erreichen gewesen sind, beziehungsweise viel zu spät gewarnt haben. Und die Frage, die sich ja immer stellt, es gab ja bis vor anderthalb Jahren die Möglichkeit, dass über Sirenensysteme zu warnen und darauf aufmerksam zu machen. Das ist aber ja für Menschen, die das nicht wahrnehmen können, weil sie einfach das nicht hören, Schwierigkeit. Das war ja die Hoffnung, dass wenn man eine solche App oder verschiedene Apps hat, dass die Warnung barrierearm erfolgen kann und auch zeitnah erfolgen kann. Ich glaube, da sind die Systeme noch nicht so weit ausgebaut beziehungsweise funktionieren noch nicht wirklich richtig. Und ich denke an den Warntag, wo das mal probiert wurde letzten Jahres, wo die verschiedenen Warn-Apps gar nicht angeschlagen haben. Also für den Ernstfall ist einem da schon Angst und Bange geworden. Und wir haben jetzt gesehen, dass zumindest die Warnung in Nordrhein-Westfalen deutlich zu spät und in Rheinland-Pfalz zu spät erfolgt ist. In Sachsen lief es etwas besser, da waren aber die Wege des Wassers etwas länger, beziehungsweise es ist langsamer geflossen, sodass die Warnung noch rechtzeitig angekommen ist. Aber barrierefrei hat das Ganze nicht stattgefunden. Ja, ganz genau. Besonders letztes Jahr auch bei diesem Warntag. Ja, da gab es hat der Deutsche Gehörlosenbund auch getwittert, dass wir sowieso nichts gehört haben. Das ist dann sehr viral gegangen und ja, ich denke, die Nina-Warn-App hat uns da auch nicht wirklich geholfen. Also andere Länder in der EU, die bekommen es dann per SMS zugeschickt. Da so weit ist Deutschland noch nicht und das muss jetzt verbessert werden, ganz klar. Also wir haben es ja jetzt, ich hatte einen Kollegen, der berichtete von einem Warnsystem in den Vereinigten Staaten, der dort auf Dienstreise war, ist jetzt ein Jahr her, der ohne, dass er sich für irgendeine App registriert hatte oder ein Warnsystem per SMS auf sein Handy eine Warnung, da ging es damals um einen Tornado, gekriegt hat, ohne dass er sich registriert hat. Also das ist technisch möglich, das auf die Handynetze zu schicken und allen Nutzerinnen und Nutzern per SMS zur Verfügung zu stellen. Das ist also technisch überhaupt kein Problem. Ich würde einen kurzen Dolmetscherwechsel machen. Okay. Ja, dann kommen wir zur dritten Frage. Es geht um die Bildung. Was wollen Sie als Linkspartei speziell für das bimodale und bilinguale Bildungsangebot speziell für die tauben Menschen an den Förderschulen verändern und auch zusätzlich an den hörenden Schulen, also an den allgemeinen Schulen, als Förderangebot darstellen? Also speziell, wie gesagt, an den Förderschulen und an den Regelschulen anbieten als Wahlpflichtfach und die Anerkennung. Wollen Sie da auch speziell noch Unterstützungsarbeit leisten oder lehnen Sie das kategorisch ab? Also da bin ich im Vorteil, bin ja selbst Lehrer für Förderschülerinnen und Förderschüler, allerdings für den Bereich geistige Behinderung und Lernbehinderung, so heißt das in Sachsen formal noch. Ich glaube, wir brauchen einen Rechtsanspruch auf inklusive Bildung und auch das Recht auf gemeinsames Lernen, und zwar nach Auffassung der Linken einer Regelschule. Und da wir ja 16 unterschiedliche Bundesländer und 16 unterschiedliche Schulgesetze haben, wäre hier eine gegebenenfalls bundeseinheitliche Rahmenrichtlinie durchaus sinnvoll und wünschenswert. Die Linke will barrierefreie Schulen für alle Kinder schaffen, so steht es auch bei uns im Wahlprogramm, die sich nicht nur auf, und darum geht es ja häufig, bauliche Bedingungen konzentrieren. Sie müssen die Schulen über adäquate Ausstattung und, was auch wichtig ist, die Qualifizierung beim Personal, bei den Assistenzleistungen, aber auch Lehr- und Lernmittel müssen so aufgebaut und ausgestattet sein, dass sie barrierefrei funktionieren. Aber auch sonstige Hilfsmittel. Und ich habe da während meiner Ausbildung, da ich auch in die unterschiedlichen Förderbereiche hineinschauen und horchen konnte, gesehen, was es an technischen Hilfsmitteln gibt. Und es wäre ein leichtes, das
individuell für jedes Kind auch entsprechend zur Verfügung zu stellen. Ich höre dann immer wieder das Argument, dass diese Hilfsmittel viel Geld kosten würden, aber ich glaube, für unsere Kinder sollte es uns wert sein, kostenneutral dann auch denen das, damit sie gut lernen können, das zur Verfügung zu stellen. Ich habe auch gelernt, da gibt es, glaube ich, in Bremen mal Modellversuche, dass es das sogenannte Zwei-Lehrerinnen- oder Lehrersystem geben sollte, das auch umzusetzen. Das könnte eine Rahmenbedingung sein, mit der wir gegebenenfalls die Förderschulen, so ist es unsere Vision, vielleicht überflüssig machen könnten. Weil der Förderbedarf ist das eine, aber die Umsetzung dann das andere. Und ich bin überzeugt und habe das auch selbst gelebt. Ich habe 10 Jahre an einer Grundschule inklusiv gearbeitet mit verschiedenen Integrationskindern, dass es möglich ist. Mit einer Kollegin oder einer zweiten Kollegin oder einem zweiten Kollegen wäre es deutlich leichter gewesen. Dafür müssen die Rahmenbedingungen geändert werden und dann sind gegebenenfalls Förderschulen überflüssig. Inklusion darf nach Auffassung der Linken nicht davon abhängig gemacht werden, wie viel genau diese Inklusion kostet. Bund, Länder und Kommunen, und da nehme ich alle 3 Ebenen mit, müssen ein Investitionsprogramm vielleicht unter dem Titel inklusive Bildung auflegen, um Bildungseinrichtungen zunächst baulich barrierefrei umzubauen und auszustatten. Und wir wollen, wie gesagt, eine inklusive Schule, in der alle Kinder und Jugendlichen willkommen sind, gemeinsam mit und auch voneinander lernen. Und ich will mich gar nicht um die Frage drücken. Ich hatte selbst mal während des Studiums und dann auch während des Examens zumindest einen Grundlagenkurs in deutscher Gebärdensprache. Ich glaube auch, dass deutsche Gebärdensprache als Unterrichtsfach wünschenswert und sinnvoll ist, weil nicht nur für Menschen, die mit Gebärdensprache kommunizieren, sondern auch Kinder und Jugendliche, die lernen und wissbegierig sind, für die wäre es auch eine Erweiterung des eigenen Horizontes und würde auch weitere Barrieren in der Kommunikation abbauen. Das ist eine schöne Antwort gewesen. Thema Inklusion, das gemeinsame Lernen. Also Unterrichtsfach, die Gebärdensprache, die soll mit als Fach reingenommen werden, auch in anderen Bereichen, beispielsweise als Wahlpflichtfach, soll das eingeführt werden, heißt in Regelschulen. Finden Sie das auch sinnvoll? Ich finde es sinnvoll. Also ich habe tatsächlich den Gebärdensprachkurs, den ich machen durfte, bei mir hier in Leipzig am Berufsbildungswerk, um mit den Jugendlichen waren es dann schon oder jungen Erwachsenen arbeiten zu können, als sehr bereichernd für beide Seiten gesehen und weiß auch, dass man trotz alledem, als der man nicht Gebärdensprache im Alltag anwendet, immer lernend bleibt. Und es ist ein Prozess und ich vergleiche es dann gerne auch damit, als ich in meiner Kindheit bzw. Jugend Russisch lernen musste. Auch die Buchstaben waren für mich ja völlig, die sahen völlig anders aus, sie wurden anders geschrieben. Und auch das ist ein ganz normales Unterrichtsfach gewesen, dann im späteren Verlauf auch Englisch. Da war es mit den Buchstaben leichter, aber das Sprechen ist schwieriger. Und wenn man in dem Kontext auch Gebärdensprache sehen würde, nicht als ausländische Sprache, aber als Angebot es zu tun, hielt ich das persönlich auf dem Weg zu einer inklusiven Schule für eine sehr, sehr gute Idee. Gut, das freut mich, dass Sie einen Gebärdensprachkurs eingestiegen sind. Können Sie denn vielleicht ein paar Gebärden noch? Diese vielleicht leider nicht mehr. Das ist mittlerweile 12 Jahre her und ich habe es im schulischen Alltag nicht mehr anwenden können oder müssen vielmehr. Und das ist wie mit meinen Russischkenntnissen. Wenn Sie mich jetzt nach einem Satz in Russisch fragen würden, müsste ich wahrscheinlich auch passen. Also ich verstehe einige Gebärden noch, aber sie selber anzuwenden und zu sprechen, das ist auch ein Defizit, was ich bei mir selber festgestellt habe, wo man sich wünscht, dass man eigentlich das A mehr anwendet und vielleicht auch mal wieder auffrischt. Das ist gut. Ich erinnere mich auch noch am Bundestag, als Sie referiert haben, haben Sie, glaube ich, auch ein bisschen gebärdet. Ne? Sie haben gegrüßt, habe ich gesehen, also das fand ich super. Ja, also so gerne Grußformeln, das ist mal, aber schwer. Ja, macht ja nichts. Für die vierte Frage, das geht um die Arbeit und Beschäftigung. Da habe ich im Wahlprogramm bei Ihnen gesehen,
dass sie dann dementsprechend für die soziale Sicherung, habe ich auch einige Punkte bei Ihnen gelesen, wie beispielsweise, dass der beschäftigungspflichtige Unternehmer dann von 5% auf 6% erhöht werden soll und die Ausgleichsabgabe dann ebenfalls angehoben werden soll. Da sind noch einige Punkte, die Sie wirklich im Wahlprogramm noch dargelegt haben. Und da wäre meine Frage, also diese monatliche Ausgleichsabgabe soll auf 750 Euro erhöht werden. So, also wir ist haben das sogar Ihr Ziel die Zahl, und die Arbeitsassistenzleistung, um den Bedarf zu decken für die gehörlosen Beschäftigten und auch natürlich auch für die Hörenden, dass sie, dass beide auf gleiche Chance haben, ihre Arbeit nachzugehen und sie zu sichern. Also ich will zunächst allgemein beginnen, dass gerade Menschen mit Behinderung eben wegen ihrer Behinderung und der fehlenden Barrierefreiheit und anderer Diskriminierung leider nach wie vor überdurchschnittlich häufig von Erwerbslosigkeit betroffen sind. Die Linke, auch das hatten wir im Eingangsstatement schon in der Konferenz vor 2 Jahren besprochen, will einen inklusiven Arbeitsmarkt schaffen. Die gesetzliche Beschäftigungspflicht von Unternehmen, die Sie angesprochen haben, muss nach unserer Auffassung wieder auf 6% angehoben und konsequent umgesetzt werden. Sie war schon mal bei 6% und ist in dem Rahmen der Hartz-Gesetze auf 5% abgesenkt worden. Genau, die ist abgesenkt worden. Initiativen zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit müssen nach unserer Auffassung gezielt auch für Menschen mit Behinderung gelten und diese einschließen. Und die Ausgleichsabgabe muss deshalb deutlich, und wir haben sogar die Zahl 1.000 formuliert, ähnlich wie die Gewerkschaften, deutlich angehoben werden. Wir haben derzeit noch über 40.000 Unternehmen in Deutschland, die keinen einzigen schwerbehinderten Beschäftigten haben, obwohl sie müssten, keinen einzigen. Also nicht nur knapp die Quote nicht erreicht, sondern keinen einzigen eingestellt. Und hier kann man nur mit Druck, weil bitte, bitte und versucht doch mal, hat nicht geholfen. Man muss die Daumenschrauben anziehen und entsprechend deutlich anheben. Wir sind für 1.000 Euro. Darüber hinaus sind wir der Auffassung, weil es gibt ja verschiedene Schlupflöcher, wie man sie umgehen kann, dass alle Regelungen auch beseitigt werden, die es Unternehmen möglich machen, die Zahlung genau dieser Ausgleichsabgabe zu reduzieren und so die Beschäftigungspflicht tatsächlich auszuhebeln. Wir stellen sicher, dass die Mittel der Ausgleichsabgabe, so steht es auch bei uns im Wahlprogramm, nur für die Schaffung und Sicherung inklusiver Bedingungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verwendet werden. Und Assistenzleistungen, auch die Arbeitsassistenz, sind aus Steuermitteln und nicht aus diesen Einnahmen zu finanzieren. Und sie müssen bedarfsdeckend sowie unbürokratisch garantiert und dann auch geleistet werden. Das ist eine gute Lösung. Das ist eine gute Lösung. Das heißt, 1.000 Euro, das haben Sie so angesprochen, dass man dann auch das über die Steuergelder macht, um diese Leistung zu garantieren. Das gefällt mir persönlich gut. Das gefällt uns gut. Die fünfte Frage, die geht um die soziale Teilhabe. Mhm. Im Sozialgesetzbuch 9, Paragraph 76 bis 84, um diesen Abschnitt geht es, folgendes Problem, wo wir auf Barrieren stoßen, was die Dolmetschleistung angeht. In Bereichen wie beispielsweise im Sozialen, im Ehrenamt, im privaten Bereich, da werden Dolmetschkosten nicht übernommen. Da stoßen wir nach wie vor auf Barrieren. Wie würden Sie das finanzieren? Paragraph 82 im Sozialgesetzbuch 9. Ist es so, dass die Leistungen durch Förderung mit den Worten aus besonderen Anlässen beispielsweise auch mal diese Begrifflichkeit streicht? Was ist Ihre Idee? Was hätten Sie da für Vorschläge? Also ich hatte dieses Thema auch, war jetzt mehrere Wochen auf Tour im Wahlkreis und in Sachsen unterwegs. Und dort ist mir an 2 Stellen die Thematik auch im Zusammenhang mit Sportvereinen untergekommen, die also massiv Probleme haben in der Vereinsarbeit, in der Kommunikation, sich in dem konkreten Fall ging es um 2 junge Frauen über Gebärdensprache zu verständigen, weil sie keinen entsprechenden Gebärdensprachdolmetscher oder Dolmetscherin hatten, beziehungsweise die Finanzierung nicht geklärt wird. Deswegen wollen wir als Linke ein garantiertes Recht auf persönliche Assistenz, und zwar in allen Lebensbereichen. Das ist der Unterschied. Und zwar für ein selbstbestimmtes Leben. Und dabei ist es uns egal, ob es um Arbeit, Bildung, Wohnen, Freizeit, Familie oder Elternschaft oder aber auch um Ehrenamt geht.
Assistenzleistungen sind nach unserer Auffassung Teilhabeleistungen, zu denen wir auch die notwendige Dolmetschung in deutscher Gebärdensprache zählen. Wir wollen als Linke, dass die Teilhabeleistung für Menschen mit Behinderung bedarfsdeckend sowie einkommens- und vermögensunabhängig in allen Lebensbereichen nach bundesweit einheitlichen Kriterien und, das ist wichtig, durch Bundesmittel finanziert werden. Auch wollen wir ein entsprechendes, so formulieren wir es, Teilhabegeld einführen. Okay, Sie wollen das Teilhabegeld einführen oder das wie das Teilhabegeld machen. Alles klar, da hätte ich dann noch eine Rückfrage diesbezüglich. Wir haben viele Gehörlose, die großes Interesse an politischem Engagement haben, wie in der Kommunalpolitik oder im Landtag möchten sie sich gerne engagieren, aber sowohl als auch im Bundestag mitdiskutieren, bei den Wahlen auch Gespräche führen können. Wer würde da die Dolmetschkosten übernehmen? Das ist momentan das Problem. Haben Sie da einen Lösungsvorschlag? Also wir hatten den konkreten Fall 2013, ist also schon ein bisschen her, wollte ein Gehörloser bei uns für die Linke in Leipzig für den Stadtrat kandidieren. Und dort war es schon schwierig, die Aufstellungsversammlung, also das haben wir dann noch geklärt bekommen, eine Finanzierung für die Gebärdensprachdolmetschung hinzubekommen und das entsprechend zu finanzieren. Und ich glaube, das, was ich mit dem Teilhabegeld angesprochen habe, gehört auch politische Teilhabe, politische Kommunikation zu den Grundrechten. Und zwar unabhängig, ob man dazu Assistenzleistungen wie zum Beispiel auch Gebärdensprachdolmetschung braucht oder nicht, dazugehört. Also für Menschen, die nicht auf diese Assistenzleistung angewiesen sind, die würden gar nicht darüber nachdenken, ob sie von politischer Teilhabe ausgeschlossen werden können. Wenn aber Sprache, also die normale Lautsprache, eine Barriere darstellt, weil sie eben nicht in Gebärdensprachdolmetschung übersetzt wird, dann ist es eine Barriere, die eine unzulässige Beschränkung ist, auch in Teilhabe, in politischer Teilhabe, in persönlicher Teilhabe. Das muss gestrichen werden und die Kosten dafür müssen bundesweit einheitlich auch durch den Bund übernommen werden. Das finde ich gut, dass das wirklich übernommen wird, dass das finanziert wird in anderen Bereichen, beispielsweise in Israel, im Parlament. Da ist jetzt wirklich eine gehörlose Frau, die das auch offen kommuniziert, die mitwirkt. In Österreich beispielsweise, Ungarn, in der Schweiz, Belgien. Da gibt es Gehörlose, die politisch mit engagiert sind, mitwirken. Wir würden es gerne sehen, dass auch ein Abgeordneter vom Bundestag gehörlos ist. Ne, das hätten wir ganz gerne zukünftig. Das ist unser Ziel, unser Wunsch. Wir wechseln ganz kurz. Genau, machen wir jetzt kurz den Dolmetscherwechsel. Zur sechsten Frage, Förderung der Gebärdensprache. Wie ist die Perspektive der Linken bezüglich der Gebärdensprache als Minderheitensprache und die Eurocharta, ob sie als Minderheitensprache anerkannt wird oder nicht? Also es gibt bisher 7 Minderheitensprachen, zum Beispiel die Sinti und Roma sind anerkannt, also und viele andere Sprachen noch. Sind Sie auch dafür, dass die Gebärdensprache da anerkannt wird? Würden Sie uns dabei unterstützen? Also in Ihrem Wahlprogramm der Linken hatte ich dann auch gesehen, dass die Sprach- und Kulturminderheiten auch vertreten sein sollen. Vielleicht noch mal ein Statement dazu von Ihrer Seite. Also wir haben ja in Sachsen auch zum Beispiel Sorbisch sogar als Schulfach angeboten. Ist ja auch eine dieser kulturellen Minderheitensprachen, die sich auf einen Teil in Sachsen beziehen. Und da gibt es überhaupt keine Diskussion. Wir betrachten insbesondere die sogenannten Regional- oder Minderheitensprachen als Ausdruck eines kulturellen Reichtums, einer kulturellen Bereicherung. Und es gehört nach unserer Auffassung auch zur Bildung dazu. Und wir möchten, so steht es auch bei uns in der Programmatik, die deutsche Gebärdensprache entsprechend anerkennen. Das ist ja der erste Schritt. Und dann auch, das hatten wir ja vor uns schon bei der Bildungs- und Schulfrage, entsprechend Angebote an und in Schulen fördern. Dass wir dann gegebenenfalls dazu kommen, dass es noch weiter ausgebaut wird und vielleicht dann sogar perspektivisch oder vielleicht auch als Vision zunächst
reguläres Schulfach wird, so wie vielleicht Deutsch, Französisch, Englisch, Latein. Das wäre wünschenswert. Ich glaube, bis dahin ist es aber leider noch ein weiter Weg. Zunächst brauchen wir aber erstmal die Anerkennung, dass es eine Minderheitensprache ist. Sehr gut, sehr gut. Das ist sehr schön zu hören, dass Sie das auch unterstützen. Einfach aus dem Grund, dass die Gebärdensprachanerkennung 2002 im Sozialgesetzbuch und im Behindertengleichstellungsgesetz aufgeführt wurde. Was ich da aber lese, es ist eine Kommunikationshilfe. Das heißt, dass die wirklich vollwertig ist, eine vollwertige, eigenständige Sprache, das sehe ich nicht in dem Begriff, den ich eben genannt habe. Also das ist, wie so eine, weiß ich nicht, Behindertensprache oder ja, die Sprache der Gehörlosen. Das passt nicht so ganz. Wenn man da sagt, okay, es ist eine vollwertige Sprache oder es ist, wenn Sie das unterstützen, dass es eine Minderheitensprache ist, finden wir natürlich sehr, sehr positiv. Also sehr, sehr gern. Wie gesagt, es wird allerdings leider ein weiter Weg sein, dass man das in viele Köpfe und dann auch in die Lehrpläne hineinbekommt. Ja, das, ja, wir brauchen da aber Unterstützung und viel Kraft und richtig, ja, Kraft wir schauen und einen da langen Atem. Ja, ganz genau, richtig, richtig. Zur siebten Frage, das Behindertengleichstellungsgesetz auf Bundesebene. Ja, und zwar geht es um eine Novellierung oder eine Nachbesserung, beispielsweise das ja, in der Privatwirtschaftsbereich, dass dort auch, da haben Sie sehr viel zu in Ihrer Programmatik D drin, dass das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz auch mit angeführt wird und dass Sie das sehr gerne novellieren möchten. Zum einen, was sehr positiv zu sehen ist, auch dann Rechtsschutzmöglichkeiten, zum Beispiel beim Verbandsklagerecht oder bei, ja, bei Feedbackmechanismen. Und da die Frage, ja, finanzielle Möglichkeiten zur Partizipation, Paragraph 19 BG, dass Sie das erhöhen. Also vielleicht können Sie es nochmal erläutern ein wenig. Also das ist ein Punkt, wo wir jetzt in der ablaufenden Wahlperiode schon mit vielen Anträgen auch im Bundestag präsent gewesen sind, nämlich die vollumfängliche Verpflichtung der Barrierefreiheit auch für den privaten Bereich. Alle Anträge waren insgesamt 12 Stück, sind leider bisher abgelehnt worden. Aber daraus kann man ja auch die Inhalte für die kommende Wahlperiode schon nehmen. Öffentliche Investitionen und insbesondere Fördergelder müssen nach Auffassung der Linken an das Kriterium der Barrierefreiheit gebunden werden. Unter anderem, und das kannte ich bisher nicht und konnte es auch nicht verstehen, wenn es um Arztpraxen geht. Wenn es um medizinische Einrichtungen und deren Umbaumaßnahmen geht, dann ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass diese vollumfänglich barrierefrei erfolgen müssen. Auch, und Sie haben es ja angesprochen, die Privatwirtschaft muss nach Auffassung der Linken umfassend Barrierefreiheit ermöglichen. Wir wollen dazu verbindliche und wirksame Regelungen. Sie haben die beiden Gesetzesdinge angesprochen, also zum einen im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und im Behindertengleichstellungsgesetz. Sowie, es gibt dann immer noch so Querverweise zu anderen Gesetzen, diese dort aufnehmen, und zwar mit denen private Anbieter von öffentlich zugänglichen Gütern und Dienstleistungen zur Herstellung von Barrierefreiheit, und das gibt uns ja die UN-Behindertenrechtskonvention eigentlich vor, verpflichtet werden. Wir wollen, und das stößt auf großen Widerstand derzeit bei der politischen Konkurrenz, wir wollen ein Verbandsklagerecht einführen, damit insbesondere Antidiskriminierungsverbände entsprechend dieses Recht dann auch konkret einklagen können. Ist derzeit überhaupt nicht möglich, würde viele Möglichkeiten eröffnen, auch mit Blick auf die UN-Behindertenrechtskonvention, es rechtskonform auch in Deutschland umzusetzen. Eine sehr, sehr, sehr gute Antwort. Also das gefällt mir sehr gut. Die UN-Behindertenrechtskonvention und deren ja, Umsetzung ist für uns ein Riesenanliegen. Der European Accessibility Act, EAA, dort geht es ja auch ja, um Dienstleistungen und deren Umsetzung hier. Die
Ja, die ist einfach noch nicht wirklich hier angekommen. Also da Barrierefreiheitsverstärkungsgesetz, das gefällt mir nicht wirklich. Also wenn man das wirklich da in das AEG oder ins BEG irgendwie einfügen würde, würde das natürlich deutlich ja, aussagekräftiger sein. Also ich weiß nicht, warum da jetzt neue Gesetzesentwürfe da hochkommen, die nicht wirklich was damit zu tun haben. Genau weiß ich es auch nicht, aber die Bundesregierung und die Regierungsfraktionen machen immer das Wort stark und Stärkung jetzt in ihre Gesetze mit hinein und denken, dass es dann wirklich starke und wirkungsvolle Gesetze sind. Das war leider gerade über den Bereich, über den wir hier sprechen, nicht ansatzweise das erfüllt, was Initiativen, Vereine und Verbände immer wieder eingefordert haben. Deswegen besteht erheblicher Nach Hole und Nachbesserungsbedarf. Und die zwei Gesetzlichkeiten, wo man es zwingend regeln muss, die habe ich ja gerade benannt. Ich auch so freut mich natürlich sehr, dass Sie da so aktiv sind. Zur achten Frage jetzt zum Thema Partizipation und nicht über uns, sondern mit uns. Wie ist da Ihr Plan, ja, da in der nächsten Legislaturperiode behindertenpolitisch? Was sind da Ihre Überlegungen? Also das überrascht jetzt wenig. Die Linke will ein Land, in dem alle Menschen gleichberechtigt zusammenleben und an demokratischen Entscheidungen, wir sprachen ja vorhin gerade über politische Teilhabe, auch beteiligt werden. Aus unserer Sicht eröffnet die Inklusion allen Menschen die Möglichkeit, überall und vollumfänglich im politischen, im sozialen, im kulturellen Leben nicht nur dabei zu sein, sondern es selbstbestimmt aktiv zu erleben und mitgestalten zu können, Teilhabe zu leben. Die Linke fordert daher die Erarbeitung von transparenten Kriterien für barrierefreie und wirksame Beteiligungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen und ihre Selbstvertretungsorganisationen, die Verbände, Vereine zusammen mit diesen. Nur so wird es funktionieren. Diese Kriterien müssen danach gesetzlich verbindlich festgeschrieben werden. Wir wollen zum Beispiel, und das ist uns im Vorfeld der Bundestagswahl zum Beispiel nicht gelungen, dass alle Wahllokale und der Zugang zu allen Wahlinformationsmaterialien und Unterlagen in leichter Sprache, in Gebärdensprache und auch weiterhin barrierefrei ausgestaltet werden. Denn wo keine umfassende Barrierefreiheit nach Prüfung aller Möglichkeiten zu erreichen ist, müssen eben angemessene Vorkehrungen, und auch das schreibt uns die UN-Behindertenrechtskonvention ja vor, getroffen werden. Und es muss bedarfsdeckende Assistenz- und Unterstützungsangebote in Absprache mit den Betroffenen geben. Und diese, wenn sie noch nicht gibt, geschaffen werden, um die Nutzbarkeit und den Zugang entsprechend zu gewähren. Und mir war es wichtig, und so haben wir ja auch die 10 Anträge zu Barrierefreiheit und zum inklusiven Arbeitsmarkt aufgebaut. Es war ein sehr langer Prozess der Entstehung dieser Anträge, wo wir mehrere Schleifen gezogen haben, also eine erste Erarbeitung, einen ersten Aufschlag, uns mit den Initiativen zusammengesetzt haben, dann uns Verbesserungen überlegt haben, gemeinsam eine weitere Fassung eingereicht haben, wieder in die Diskussion gegeben haben. Und dieses Gebilde, es hat viel Zeit in Anspruch genommen, aber für uns war es wichtig, dass Teilhabe nicht nur gesagt, sondern gelebt wird. Und die Anträge, wie ich fand, waren so gut formuliert. Und dann war es tatsächlich traurig, auch für die Betroffenen. Das gemeinsame Erarbeitete dann mit einer schnellen Bewegung, nämlich bei der Nein-Stimme, mehrheitlich im Bundestag abgelehnt zu sehen. Das hat mich ein bisschen traurig, also sehr traurig gestimmt, aber auch den Mut gemacht, genauso weiterzuwirken, weil die Rückmeldung derer, die mit an der Erarbeitung gewirkt haben, die war durchaus positiv. Also mitgenommen zu werden und das, was man besprochen hat, dann auch im Antrags- und Gesetzestextentwurf lesen zu können, das war wichtig. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir damit auch erfolgreich sind, aber dafür haben wir vielleicht in der nächsten Wahlperiode ab Herbst entsprechend dann andere Mehrheiten, die auch für den Bereich von Menschen mit Behinderungen andere Mehrheiten darstellen und dann auch deutliche Fortbewegungen nach vorn und Verbesserungen, was Teilhabe betrifft, bringen wird.
Das finde ich natürlich auch traurig, dass diese 10 Anträge, die ich auch gelesen habe, die ich sehr gut fand, abgelehnt worden sind. Und das bedauern wir natürlich sehr und wünschen Ihnen natürlich auch viel Erfolg in der nächsten Legislaturperiode. Ja, wenn Sie da mit drin sind und dass wir da auch dann zusammenarbeiten können. Noch eine Frage zum Gesetzgebungsverfahren. Wie sieht das aus mit der Partizipation von Menschen mit Behinderung? Das heißt, Verbandsarbeit, zum Beispiel, dass der Deutsche Gehörlosenbund da auch mit drin ist oder ja, Sachen sicherstellen kann oder stärken kann. Zum Beispiel die Abgabefrist von den Stellungnahmen ist oft sehr kurzfristig. Da brauchen wir mehr Zeit, um dann solche Stellungnahmen abzugeben. Das ist dann meistens innerhalb von einer Woche. Das ist dann oft nicht möglich. Angemessen wären zum Beispiel 4 Wochen plus. Auch bei Anhörungen, da bekommen wir dann die Einladung, aber da ist dann kein Gebärdensprachdolmetscher vor Ort. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn der Deutsche Gehörlosenbund da bei diesen Anhörungen auch dabei ist und auch mitdiskutieren kann. Also Wie das ist da Erste Ihre ist, Stellung dazu ja. oder von der Linken? Das Erste ist die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen beziehungsweise von Beteiligung, was Gesetzgebungsverfahren betrifft. Sie haben die Zahl von 7 Tagen benannt, also von Einreichung bis Beschlussfassung 7 Tage. Das ist für uns als Abgeordnete schon immer eher eine Zumutung, in so kurzer Zeit sehr umfangreiche Gesetze durchzuarbeiten, durchzulesen und dann die Knackpunkte herauszuarbeiten. Für Vereine und Verbände ist es in dieser Zeit fast unmöglich, sie tiefgreifend zu lesen, sie durchdringen und dann auch noch entsprechend zu reagieren und Veränderungen und Verbesserungsvorschläge zu machen. Deswegen, das haben wir auch mit den Ministerien besprochen, wäre es gut und richtig, dass wenn der Referentenentwurf, also der erste Aufschlag im Ministerium erfolgt, diese Fassung dann schon an die Verbände geht, mit der Bitte um Stellungnahme und Einbeziehung, weil von da an sind es in der Regel 4 bis 6 Wochen, bis es dann zur Gesetzesvorlage kommt. Und die Zeit sollten wir schon nutzen, um gemeinsam mit den Initiativen, Vereinen und Verbänden die Knackpunkte herauszuarbeiten und entsprechend zu verbessern und zu verändern. Und was die Beteiligung von Gebärdensprachdolmetschern im Verfahren betrifft, war es ein langer, langer Kampf, schon die Parlamentsdebatten in der sogenannten Kernzeit per Gebärdensprachdolmetschung übersetzt zu bekommen. Bei den Anhörungen war immer die Schwierigkeit, dass, wenn die so kurzfristig waren, das Ministerium oder die Bundestagsverwaltung dann ausgeführt hat, also in 3 Tagen kriegen wir jetzt keine Gebärdensprachdolmetscher und haben dann so als Entgegenkommen angeboten, dass sie sagen, das wird ja alles Video aufgezeichnet, dass man es dann im Nachgang per Gebärdensprachdolmetschung noch eine aufs Video mit draufsetzt und drauflegt, beziehungsweise eine Untertitelung anbietet. Aber das ist nicht Teilhabe, wenn man irgendwie Wochen später das dann im Internet sich angucken kann, gehen viele Informationswege auch verloren, weil es eben auch zeitlich so versetzt ist, dass man gar nicht mehr in den Prozess eingreifen kann. Da wünschte ich mir tatsächliche Teilhabe und 1:1 in den Anhörungen die Gebärdensprachdolmetschung und auch die Beteiligung. Kurz ein Dolmetscherwechsel. Also ich freue mich darüber, dass Sie mich zu der Anhörung eingeladen haben, dass der Deutsche Gehörlosenbund und also einige aus dem Deutschen Gehörlosenbund mitdiskutieren konnten, auch bei dem Gesetzgebungsverfahren, bei dem Modellieren derer. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre zahlreichen Antworten. Und jetzt möchte ich, Herr Pellmann, ich wünsche Ihnen sehr viel Kraft, viel Erfolg bei der Bundestagswahl in diesem Jahr und im Wahlkreis Leipzig. Jetzt, dann würde ich ganz gerne an die Frau Kaufmann weitergeben. Vielen Dank für die Wünsche. Ja, auch von meiner Seite. Also Sie haben da einen großen Zusammenhang, einen großen Kontext, gerade jetzt speziell der Punkt mit der UN-Behindertenrechtskonvention, dass das jetzt auch wichtig ist, eine wichtige Errungenschaft für die Gehörlosen sind, dass es barrierefrei ist. Was ganz typisch aber ist, dass wir das ins Gesetz, bis jetzt bei dem Bundesteilhabegesetz oder auch
bei dem Behindertengleichstellungsgesetz, dass da auch noch viele Verbesserungen stattfinden. Es ist einfach irgendwie immer noch schlimmer, immer noch schlechter, auch für Gehörlose und andere Behindertenverbände, die da diese Punkte sich wieder zurückerkämpfen müssen. Und das ist ganz schön hart. Bei der Behindertenrechtskonvention ist ja seit 10 Jahren, dass da immer wieder irgendwas dazukommt, aber trotzdem noch ganz schön viel geändert werden muss. Das heißt, das ist für uns bis dato nach wie vor nicht optimal umgesetzt. Und das Bundesteilhabegesetz ist. Entschuldigung. Das ist jetzt, also, und es kommt keine Reaktion. Und da brauche ich, und deswegen hat mir Ihre Ansicht sehr gut gefallen, dass jetzt wirklich auch allgemeine Informationen und Defizite, die an Gehörlosen vorbeigehen, beispielsweise, da muss einfach mehr gemacht werden. Das jetzt auch von den Hörenden, von den Politikern. Und es ist für uns leider schon teilweise unerträglich, dass wir immer wieder auf Barrieren stoßen, was die Informations von der Bundesregierung, von den Ministerien angeht. Und für uns sind diese Informationen komplett unklar. Und wenn wir einfach ad hoc sofort die Information bekommen, können wir reagieren, können wir da mitwirken. Und wenn da jetzt, wir können im Nachgang, können wir da gerne noch was zu sagen, aber dann ist das Gesetz schon verabschiedet worden und da können wir sagen, was wir wollen. Deswegen, wenn wir jetzt den Bundesteilhabegesetz anschauen, das ist für uns leider wirklich sehr, sehr unzureichend und nach wie vor bleibt das alles und wir müssen diesem Gesetz, was einfach schon verabschiedet wurde, beschlossen wurde, folgen und können da nichts machen. Wir als Minderheit, dass die Sprache nochmal extra explizit geschützt wird und ich denke, dann könnte man da irgendwo eine Umsetzung machen. Ich hoffe, dass das auch weiterhin passiert. Ich hoffe, Sie kämpfen auch für uns und mir haben die Antworten von Ihnen sehr gut gefallen. Ich wünsche Ihnen ebenfalls viel Erfolg, drücke Ihnen die Daumen für die Wahl und dass Sie da erfolgreich sind. Will zumindest noch einen Satz zum Bundesteilhabegesetz oder vielleicht auch zwei sagen. Ich habe mir auch die Stellungnahmen, die bei der Erarbeitung vor vielen Jahren eingeflossen sind, nochmal angesehen und das, was im Gesetz gelandet ist. Mein Vorhaben für die 20. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages, also für die nächste, ist, dass wir in den 4 Jahren das Bundesteilhabegesetz uns nicht nur reformierend angucken müssen, sondern ich tendiere dazu, es wahrscheinlich komplett neu zu schreiben. Ja, auch in dem Zusammenhang wäre das natürlich optimal für Gehörlose, die dann mit in der Politik wirken können. Ne? Dass sie da auch, wir sprachen ja auch von der Partizipation, dass beispielsweise im Bundestag kein Mensch mit Behinderung sitzt, dass dann aber mit den Verbänden gesprochen wird, wie sieht da der Bedarf aus und dann auch in den Bundestag mit reinnimmt und sagt, die Verbände haben mir gesagt, das und das ist deren Bedarf, ne, dass das auch wirklich komplett dargestellt wird. Man hat irgendwie das Gefühl, dass es dann eine Lobby Arbeit ist und die aber leider aus unserer Sparte aus viel zu schwach ist. Und dass wir es ganz gerne hätten, einfach eine politische Teilhabe. Und da reinzukommen, ist wirklich schwierig. Dolmetscheinsätze sind für uns nicht selbstverständlich. Und da eine Lobby aufzubauen, ist für uns als gehörlose Menschen wirklich sehr, sehr schwer. Deswegen einfach im Hinterkopf zu behalten. Ne? Wollen Sie, Herr Palmer, noch ein Schlusswort sagen? Also, ja, klar, will man natürlich gern. Also, vielen Dank auch für die Einladung und ich bin auch immer wieder begeistert, welche technischen Möglichkeiten über weite Entfernungen auch barrierefrei möglich sind. Ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit alles Gute. Hoffe, dass wir auch ab dem Herbst weiterhin, so wie ich das die letzten 4 Jahre erlebt habe, mit Ihrem Verband gut zusammenarbeiten werden, dass wir im regen Austausch sind. Und vielleicht gelingt es uns ja, Teil der nächsten Bundesregierung zu werden. Dann versichere ich Ihnen, dass ich
all meine Kraft weiterhin in die Waagschale werfen werde, um hin zu einer inklusiven Gesellschaft deutlich mehr Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen zu erreichen. Super. Dankeschön. Vielen Dank. Alles klar. Dann. Vielen Dank und wir sind fertig, oder? Ja, wir sind fertig. Genau. Perfekt. Dann. Mit dem Gespräch. Deswegen, wir alle wünschen Ihnen, wie gesagt, nochmal viel Erfolg, viel Kraft fürs Werdende. Vielen Dank. Dann bleiben Sie schön gesund. Alles Gute und auf Wiedersehen. Gleichfalls.